So, und jetzt heißt es wieder neu im Katalog. Und da muss ich sagen, das ist genau das richtige Produkt für mich. Ich bin normalerweise einer, der gerne kocht, aber beim Backen, da hört es bei mir auf. Und dann gibt es so ein paar Sachen, die ich auch sehr, sehr gerne ab und zu mal schlemme. Zum Beispiel Crepe. Aber bei einem Crepe-Maker, da tue ich mich ein bisschen schwer. Schon allein mit dem Verteilen des gleichmäßigen Teiges. Also das klappt bei mir einfach nicht. Da habe ich zwei oder drei linke Hände. Aber jetzt haben wir für Sie einen Crepe-Maker, mit dem wirklich jeder Crepe machen kann. Und das ist so unglaublich einfach. Dass das sogar die Vivian kann. Das ist sogar Vivian kann, ja. Das habe ich jetzt aber, ich habe nur wiederholt, was Vivian gesagt hat. Aber Sie werden gleich sehen, was ich meine. Also ich war da ein bisschen skeptisch am Anfang, habe gedacht, wie jetzt so einfach? Aber es funktioniert. Es funktioniert, liebe Zuschauer, und das ist das Schöne. Spaß beiseite, mit diesem Crepe Maker kann wirklich jeder ganz, ganz kinderleicht Crepes machen. Ganz toll gemacht. Wir haben hier einen 360-Grad-Sockel. Und im oberen Teil ja quasi wie so eine große Pfanne sieht das etwa aus. Ganz schön antihaft beschichtet hier vorne einmal quasi den Crepe Maker. Und damit machen wir jetzt super einfach und simpel Crepes. Wir haben den jetzt mal kurz vorgeheizt. Ich würde sagen, wir warten noch so eine halbe Minute und dann können wir loslegen. Crepes jetzt super einfach. Ralf, weil normalerweise hat man ja diesen Spaten, mit dem man da alles machen muss. Das ist das, wo ich mir die Finger breche. Ja, und das funktioniert nicht so gut. Jetzt, liebe Zuschauer, werden Sie sehen, wie einfach das funktioniert. So, Sie nehmen den Crepe Maker einmal ab. Achtung, tunken den in den Teig. Kann Fertigteig oder selbstgemachter Teig sein. Einmal kurz abtropfen. Umdrehen, zack, und jetzt halten Sie sich fest, innerhalb von 30 Sekunden ist Ihr Crepe fertig und das möchten wir Ihnen jetzt demonstrieren und ich würde sagen, wir legen gleich einmal los, liebe Zuschauer, und dann können Sie sehen, wie toll und einfach man Crepes süß, herzhaft zubereiten kann. Das ist der Wahnsinn. Jetzt kann ich es falten, beschmieren oder belegen oder wie auch immer. Schauen Sie sich das an. Also mein Problem ist gelöst mit dem Teig verteilen. Gucken Sie mal, wie einfach das geht. Und jetzt einfach nach 30 Sekunden wenden, die zweite Seite noch fertig backen und dann sind die herrlichen Crepe fertig, mit was man die nachher füllt, ob deftig, mit Schinken und Käse oder mit Puderzucker oder mit Nutella oder was auch immer. Das ist ganz allein Ihnen überlassen. Und ich muss jetzt ganz, ganz ehrlich sagen, wir beide haben es noch nicht ein einziges Mal versucht. Weil Premiere. Das ist so nagelneu. Das ist jetzt Premiere. Wir haben jetzt gut zugeschaut, wir haben es uns erklären lassen und jetzt bin ich gespannt. Vivian, tropft nicht mehr, komm rüber. Das ist ein bisschen kleiner, aber macht nichts. So, und jetzt einfach mal 30 Sekunden nichts tun. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, da müsste irgendwas tropfen oder laufen. Das ist ja perfekt. Und der ist genau so, wie ich Crepe möchte, so hauchdünn. Das ist der Wahnsinn. 21,76 €. Jetzt ein bisschen lösen, genau, sobald er fertig ist. Das dürfte jetzt noch das Einzige sein, was ein klein wenig Übung braucht. Mhm. Aber das hat man auch ganz schnell raus. Und dann eben Crepe wenden und dann sind sie fertig. Da vorne sehen Sie, wie schön die sind. Irgendwann können wir drunter fahren und dann geht es ganz einfach. Reinigung ist überhaupt kein Problem, weil Antihaftbeschichte, da bleibt ja gar nichts dran hängen. Also da fahre ich mit einem Tuch drüber, dann ist es wieder sauber. Die Schüssel, den Teigbehälter, der ist natürlich genau in der richtigen Größe mit dabei. Das ist im Lieferumfang enthalten. Und schön ist, ja, jetzt wird er langsam braun, jetzt müsste auch gehen, genau. Mhm. Und jetzt, Achtung, einmal komplett lösen und einmal drehen. Ja, wir essen ihn danach, du darfst ruhig die Hände nehmen. Und die andere Seite auch nochmal 30 Sekunden. Ja, und fertig. Das Schöne ist, Wahnsinn. Wir haben hier eine Temperaturautomatik, das heißt also, hier kann nichts verbrennen, liebe Zuschauer. Wahnsinn. Das war jetzt mein allererster Crepe. Sie sehen, wie einfach das funktioniert und schwuppdiwupp ist er auch schon fertig. Das war deiner, jetzt ist es nämlich meiner. Jetzt ist es deiner, ich mache einfach neu. Und Sie sehen? Ich probiere den jetzt mal ganz roh, also ohne Teig, aber der sieht ja, ohne Teig, ohne Zubehör, aber der sieht ja schon mal lecker aus und du machst uns den zweiten Crepe. Ich sag mal, guten Appetit. Und? Und? Ich liebe es, wenn das so dünn ist, also... Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber super lecker. Ist super lecker. Jetzt kann man natürlich nach Belieben entweder herzhaft mit Käse, mit Schinken zum Beispiel belegen oder aber süß mit Schokostreuselchen und Himbeeren, wie wir das jetzt haben. Sie haben gesehen, wie einfach das geht. Ganz einfach einmal reintunken und dann dementsprechend 30 Sekündchen warten und dann ist Ihr Crepe auch schon fertig. 30 Sekunden Backzeit, ganz, ganz wichtig. 360 Grad Kontakt und das Schöne ist, wir haben eine Temperaturautomatik, das heißt also nichts kann hier verbrennen. Sehr schön und simpel gemacht. Also da
kann wirklich jedermann Crêpes machen. Ja, jetzt gelingt es mir endlich auch mal, einen anständigen Crêpe hinzukriegen. Vivian wird auch zur Backfee hier. Und da werden die Kinder staunen, wenn man so einfach Crêpe machen kann. Und ich habe es nicht für möglich gehalten, dass das so einfach sein kann. Aber jetzt weiß ich, dass es so einfach ist. 21,76 Euro. Wenn Sie das letzte Mal auf so einem Wochenmarkt waren, wo es Crêpe gab, da kostet ein so Crêpe, kostet schon mal 2 Euro. Also 2,50 Euro, wenn du noch Nutella dazu willst. Und deshalb finde ich das natürlich schön. Ausbacken übrigens auch ohne Wenden möglich, steht hier. Aber Sie sehen auch, das Wenden ist überhaupt kein Problem. Der Teig verteilt sich automatisch. Einfach 1-2 Sekunden im Teig drin bleiben, kurz hochnehmen, abtropfen lassen, umdrehen und fertig. Probier mal, die schmecken ja, so lecker, mal. So hauchdünn. Und sowas ist natürlich auch was ganz Tolles für die Kinder zum Beispiel. Jetzt mal an einem Adventssonntag als Nachtisch dann direkt mal hinstellen mit so ein paar Variationen, wie man die essen kann. Und super lecker. Oh. Und eine anständige Größe haben sie auch. Wir haben hier 20 cm Durchmesser. Also da kann man ganz schön nette Crêpe machen. Und zwar einen nach dem anderen. Sie sehen, da hat man, also hier knapp, ich sag jetzt mal, mit allem drum und dran brauchst du eine Minute pro Crêpe. Ja? Mhm. Da kannst du also für sogar eine Großfamilie ruckzuck mal mit den ganzen Crêpe versorgen. Und da sehen sie es. Und wir haben kein Öl, nicht auf den Tisch fallen lassen. Aber macht nichts, der ist auch frisch gereinigt. Ein bisschen zentraler legen, dann backst du ihn komplett aus. Aber das ist eben toll. Und dann einfach mal zwischendurch mit einem feuchten Tuch wieder drüber wischen, dass hier die letzten Reste noch weg sind. Aber das ist problemlos möglich, weil da natürlich das Ganze antihaft beschichtet ist. Und jetzt hatte ich so richtig das Crêpe-Fieber gepackt. Ja, und langsam funktioniert es auch, liebe Zuschauer. Du musst nur aufpassen, beim Abtunken bist du jetzt gerade in Teig gefahren. Ja, das macht nichts. Das ist hier an der Seite, das kann man alles super simpel ablösen. Also antihaft beschichtet, sehr, sehr leicht zu reinigen, liebe Zuschauer. Da bleibt wirklich nichts dran und vor allem, die schmecken so lecker, jetzt schon alleine so. Und ich finde diese Freiheit auch, du hast nur ein Kabel im Sockel. Du hast also hier am Crêpe Maker selber kein Kabel. Du hast die Freiheit, dich sogar über 3-4 Meter mit den fertigen Crêpes dann hin zum Esstisch zu bewegen, ohne irgendwelche Rücksicht und dann direkt auf den Teller servieren. Oder du machst es so wie wir hier vorne, du richtest die vor. Und also ich muss ehrlich sagen, das ist für mich eine Revolution, wenn es um Crêpe geht. Ja, ich glaube, das war ein klein wenig, das war ein paar Sekunden zu früh, aber es geht noch. Ja, aber das hat man ja so schnell raus. Wenn ich bedenke, du hast vor 3 Crêpes noch nie so ein Crêpe an diesem Maker gemacht und jetzt zum ersten Mal. Das war jetzt nichts. Egal, das esse ich ganz schnell. Das kann man trotzdem essen. Die schmecken ja auch so lecker. Auf jeden Fall, die sind so lecker. Und liebe Zuschauer, sehen Sie, wie einfach das funktioniert. Einfach hier mal kurz, zack, abtropfen lassen. Dann hier auf den Crêpe-Maker und schwuppdiwupp sind die fertig. Und die schmecken so bezaubernd. Ja, du, da kann man du die Hälfte, ich die Hälfte. Sie können sich das Ganze holen und dann jede Menge Crêpe machen, so viel Sie möchten. Die Bestellnummer ist die NX7715 und die 569, der Preis 21,76 Euro. Und jetzt musst du wieder übernehmen, weil jetzt habe ich den Mund voll, Vivi. Ja, das ist kein Problem, liebe Zuschauer. Übrigens 20 cm jetzt hier einmal vom Durchmesser und Sie können nach Belieben das Ganze variieren. Und ich würde Ihnen das auch mal so empfehlen, wie gesagt, einfach mal schön anzurichten, so kleine Schälchen, wie wir das hier gemacht haben, mit Schokolade, mit Schinken, mit Käse zum Beispiel herzurichten. So dass jeder sich sein Crêpe so belegen kann, wie er das denn gerne hätte. Und dann haben sie hier ein ganz, ganz bezauberndes Crêpe, das super gut schmeckt und wo vor allem auch alle glücklich werden. Und ich versuche mein Glück jetzt nochmal. Und ich denke jetzt einfach mal, dass ich nicht der Einzige bin, der bei einem Crêpe-Maker das Problem hat mit dem Teig verteilen. Dieses Problem ist gelöst. Sie brauchen nichts mehr zu tun. Crêpe in die Schale, Crêpe-Maker reintunken und dann rauf auf den Crêpe-Maker. Und innerhalb von ein paar Sekunden sind die Crêpes fertig. Hauchdünn, zart, so wie man sie eigentlich möchte, so wie sie einfach am besten schmecken. Und jetzt haben wir in ein paar Minuten, hast du jetzt schon 5 oder 6 Crêpe gemacht, obwohl kein einziger mehr hier davon hier liegt. Wo wer sind die denn alle? Alle gegessen? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben Mäuse im Studio. Ich glaube, wir haben auch Mäuse im Studio. Immer der Kameramann, liebe Zuschauer, der uns immer die ganzen Crêpes weg. Ist ja furchtbar. Also der ist so schnell, wir sehen ihn als gar nicht. So schnell ist er. Ja, 21,76 Euro holen Sie sich diese für mich Revolution, wenn es um Crêpe geht, mit der Bestellnummer NX7715 und der 569. Nagelneu im Katalog, heute zum ersten Mal vorgestellt. Aber ich bin mir sicher, da werden wir auch ganz, ganz schnell auch wieder ausverkauft sein, wie es in letzter Zeit mit solchen tollen Produkten leider des Öfteren passiert ist. Oder auch zum Glück, ganz egal, wie man das sieht. Aber lassen Sie sich keine Zeit, holen Sie sich diesen Crêpe-Maker und Ihre, ich glaube, die dann mit Ihnen Crêpe essen, werden es sehr, sehr danken. Jetzt natürlich noch schön garnieren, nachgeschmeckern. Da kann man ja auch gerne Apfelmus dazu machen, Puderzucker. Man könnte Nutella dazu machen oder ein bisschen deftiger mit ein bisschen Käse und Schinken. Aber
das bleibt Ihnen überlassen. Crêpe, glaube ich, die schmecken jedem. Und ich lasse mir jetzt gleich noch einen schmecken, der frisch vom Crêpe-Maker kommt. Ha, und Sie können das auch. Also ran ans Telefon.